Herzlich willkommen zur Freitagsanalyse Psychosomatik. Heute wollte ich mit euch was nachbesprechen, nämlich eine Veranstaltung, die gestern hier in der Charité stattgefunden hat, von Herrn Professor David organisiert und der Frauenklinik, zusammen auch mit unserem Verein, der Europäischen Hundsergilde, die hat da quasi mitwirken dürfen. Und zwar ging es da um Film und Medizin, Medizin und Film. Und jetzt bin ich bereit für Fragen und Kritik. Was hat denn Film mit Medizin zu tun? Und da kann ich nur sagen, als Kulturwissenschaftlerin, total interessanter Diskurs. Wie wird Medizin eigentlich auch im Film dargestellt? Das war auch Thema. Aber auch gesellschaftspolitisch, was macht Film mit der Medizin? Was kann Film auch an Stigmatisierungen oder, ja, Rollenbildern eigentlich hervorrufen in uns? Und es war super, super interessant und auch ein sehr abwechslungsreiches Programm hier bei uns im Hörsaal 6 in der Mittelallee. Also unbedingt, vielleicht muss ich das noch mehr posten, wenn wir solche Veranstaltungen haben, für die, die in Berlin sind, unbedingt vorbeikommen. Es war super spannend. Vor allem lustig war auch der letzte Vortrag, da waren der Herr Bermann und die Frau Wachsmuth da, die machen in aller Freundschaft so eine Ärzteserie. Und also es war wirklich, wirklich köstlich. Aber auch so die Moderation von Frau Dr. Alavi, ein Hochgenuss, sehr professionell. Und natürlich Herr Professor Davids Vortrag auch zu Interruption ist im Film sehr interessant, wie er da unterschiedliche Filmprojekte vorgestellt hat und auch die unterschiedlichen Rollenbilder und Darstellungen. Darüber hat auch Herr Henkel gesprochen. Das war auch ein interessanter Querschnitt über den Stummfilm und über die Perspektiven in den einzelnen Fachbereichen. Ne? Psychiatrie hat natürlich ganz viel, wurde viel im Film dargestellt, aber auch andere Fächer wie innere Medizin oder Chirurgie und wie der Arzt dann als der errettende Chirurg rein oder raus läuft und kaum vorkommt, nur als der Retter oder halt der Böse. Also wirklich, und zuletzt möchte ich auch die Frau Schlegemilch, Privatdozentin Dr. Schlegemilch, die einen exzellenten Vortrag wirklich mit ganz tollen Bildern und Beispielen gehalten hat über medizinhistorische Quellen und ja, also Alexandra Friedland, ich habe hier das Programm, hat über die kinematografische oder das kinematografische Institut der Charité gesprochen, das es hier kurz gab und leider ist das Ganze nicht im Nachhinein nochmal anzuschauen, aber wir werden sicherlich, wir machen ja im Rahmen von Blut und Tinte immer solche Veranstaltungen, wo es um Medizin oder um Themen wie Schmerz oder Suizid aus der Medizin heraus, aber auch aus den Kulturwissenschaften oder Geisteswissenschaften, Literaturwissenschaften herausgeht. Und das sind wirklich sehr interessante Reihen, wo ich euch unbedingt einladen möchte, weil da treffen wir uns, aber nicht nur deswegen, sondern auch, weil der Diskurs einfach unglaublich gewinnbringend ist und wichtig, gerade auch in der Medizin, auch für uns als Ärzte. Wir sind ja nicht nur Ärzte, wir sind ja vor allen Dingen auch Menschen und wir fühlen und wir haben Interessen und genauso dann auf Menschen zu treffen aus anderen Fachbereichen, aus dem Film zum Beispiel, wie dort der Arzt wahrgenommen wird oder auch die Kritik daran, wo ist eigentlich die Pflege in der Serie und dann der Austausch, dass das durchaus auch bewusst ist, ist, denke ich, wichtig. Und auch für unsere Arbeit oder für meine Arbeit als Ärztin ist das sehr gewinnbringend, weil ich beflügelt durch so einen Event dann doch wieder weitermachen kann und meinen Patienten begegne und in einer menschlichen Art und Weise in einem doch manchmal auch durchaus kritisch zu betrachtenden System menschlich bleiben und weitermachen kann. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Also zwar ein vergangener Event, aber wird sich wahrscheinlich nochmal in ähnlicher Art wiederholen. Und da werde ich euch rechtzeitig Bescheid sagen oder in meiner Story posten. Vielen Dank, macht's gut und ein wunderschönes Wochenende. Bis zur nächsten Freitagsanalyse. Tschüss!